Ja, hallo meine Freunde. Hier ist wieder euer Sushi. Und ja, wundert euch nicht, warum ich hier oben starte. Ich wollte leider an genau derselben Stelle, wo es mich gestern rausgehauen hat, weiter aufnehmen. Aber dann fiel mir auf, ich habe ja gar nicht das Aufnahmeprogramm an. Ha, 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 ha. Ha, ja, wie dem auch sei, ich bin da eigentlich nur sofort wieder gespawnt, hab aber kein Wanderfluch drin gehabt. Also es war komplett ohne Buff. Ich konnte die Geister, die dann so um mich rumstanden, nicht bekämpfen und sie ließen mir auch keine Zeit, es zu aktivieren. Ich war sofort tot. Ärgerlich, dass ich das nicht alles mit aufgenommen habe. Aber naja, wie dem auch sei, ich habe gestern die verdammten Ruinen hier von A bis Z komplett durchkämmt. Ich bin mir langsam sicher, dass hier nicht die Glocke ist. Da habe ich falsche Informationen bekommen. Ich habe mich auch nochmal probiert, ein wenig schlauer zu machen. Und ich glaube, wir müssen alle wieder dahin zurück, wo ich schon mal war. Und eigentlich könnte das auf so ziemlich jeden Ort zutreffen, weil ich ja eigentlich schon mal so ziemlich überall war. So. Aber erstmal meine Leiche wiederholen. Da hinten leuchtet schon schön grün zu sehen, meine Leiche. So, ja. Erstmal meine Leiche holen. Nein, nicht nochmal. Geh weg. So, cool. Zweimal Wanderfluch. Das gefällt mir. Brauche ich dann später nicht immer so viel holen. Wenn ich jetzt wieder ein paar Stück finde, ist das toll. Aber ich will hier auch ja wieder raus, bevor der Effekt wieder verfliegt und ich erneut einsetzen muss. Ach, wie ich diese großen Geister nicht mag. Ich habe Angst, einen Fehler zu machen und sie dann quasi gewähren zu lassen, was auch immer sie können, dann machen zu wollen, zu tun, machen zu lassen. Ja, den hat's auch an Geistern zerrupt. War ich das nicht sogar selbst? Mein eigener Blutfleck? Ich würde doch glatt so weit gehen und behaupten, ja, oder? Ui. Huch, Entschuldigung. Ja, auch ich muss irgendwann mal, manchmal gelegentlich niesen. Bin auch nur ein Mensch. So wie jeder andere auch. Ach ja.
War eine nette Zeit hier gestern, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir endlich von hier verschwinden. Wie viele Fluchtdinge habe ich jetzt eigentlich? 5. Also sollte locker für meinen nächsten Besuch reichen, wenn ich hier mal wieder hergehe. Ich habe ja zum Glück noch was. Sag ich mal, in Erfahrung bringen können. Für mich jetzt so zum drüber nachdenken. Ich hatte ja, als ich weiter unten war, so, wie sage ich das, Bekanntschaft gemacht. Mit diesen komischen Giftwesen, Viecher da. Und apropos Gift, ich nehme mal lieber wieder Giftresistenz. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde hier nochmal probieren, von der Seite aus die Viecher platt, fertig, kaputt zu machen. Aber diese komische grüne Ansicht. Kann man echt nicht weit sehen hier. Na komm schon, wo bist du? Viech. Na, hier weiter vorne. Ja, kann man die einzeln pullen, dann würde ich das probieren wollen. Würden. Jo. Rausziehen geht. Ja, hallo. Wir hatten doch schon mal das Vergnügen, oder? Und Backstab. Gelingt mir ja nicht allzu häufig. Aber lieber ein paar Mal als gar nicht. Aber ich glaube, dass es mir nur so selten gelingt, liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit einer zu schweren Rüstung viel zu langsam laufe. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ah! Hat das Parieren nicht ganz geklappt. Wow! Wow! Das hätte gerade ganz schlimm enden können. Jauche Küchlein. Hey, und wie Sie sehen, habe ich es geschafft. Ich bin doch endlich mal weitergekommen. Ah, wieder so ein Giftvieh. Los, komm. Ich habe leider probiert zu parieren, aber das war anscheinend nicht so die genialste Idee meines Lebens. Wow. Wow. Wenn man erstmal das richtige Schild hat, dann ist es auch kein Problem, die Gegner hier platt zu machen. Wow. Geh kaputt. Ah, wieder kein Backstep. Ah, schade. Jo, Gegners? Gegners? Ah, da unten. Wasserrad und so. Da bin ich doch letztens von der anderen Seite gescheitert. Aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja hier auch irgendwo, ui, schön, Truhe, noch einen dieser Toxinschleuderer, Neulondo Ruinenschlüssel. Ich war da aber gerade in der Ruine, bei Neulondo. Ah, jetzt kann ich wahrscheinlich dort, Bildkotzig.
Sagt schon, da das Tor vielleicht öffnen und weiter runter gehen. Ja, ich bin mir sicher, wenn es da unten Türen gibt, ja, die unterhalb des Wasserspiegels sind, kann mir keiner erzählen, dass ich dann nicht das Wasser ablassen kann. Außerdem wird das ja dann quasi eine Abkürzung sein von den vielen, die ich ja hier schon gefunden und freigeschaltet habe. Würde mich nicht wundern, wenn es dann nicht auch noch welche gäbe. Zu langsam. Mister Auge. So, was mich aber interessieren täte. Immer noch das von letztens, wo ich das letzte Mal hier war. Die Nachricht über ein Leuchtfeuer. Aber wo? Muss es ja schon ziemlich gut versteckt sein, denke ich mir. Komm her, du. Ah, komm, pack dich dort raus. Oh, gutes Insekt, gutes und braves Insekt. So, bin aber immer noch sicher, dass es hier irgendwo ein Leuchtfeuer geben muss. Na komm, flieg in dich her. Und stirb. Weiter runter. Weiter runter. Oh ja, da fliegen schon wieder Giftpfeile. Dieses Mal. Uiuiui. Giftig. Nein, Toxin. Ah, nein, da hat noch ein anderer auf mich geschossen. Ich nutze das Toxin jetzt aus, solange ich den Status habe, und probiere dich da vom Ranzen zu holen. Na los, schieß! Nein! Flaconi, hilf! Noch einer oder was? Stirb! Nein! Ist da Ding dazwischen? Ach, komm! Komm schon. Puh. So, bevor ich hier 3, 4, 5 mal, 8 mal Toxin abkriege und naja, ich habe nur das eine Gegenmittel. Lohnt sich das ja schon gar nicht, ne? Muss ich das ja ausnutzen, wenn ich. Man muss extrem vorsichtig sein. Seele Krieger, schön. Aber wo ist hier das Leuchtfeuer? Wollten sie auch schon wieder diese zwei dieser Feuerhunde. Ah ja, danke. Nochmal so ein Vieh. Gut, dass ich das geklärt habe. Ich vermute langsam mal so ein klein wenig, dass das Leuchtfeuer wohl möglich irgendwo da unten ist. Bist du runtergefallen oder bist du einfach nur einer, der da rumliegt? Eigentlich lösen sich doch Gegner auf, oder nicht? Hm, nee, normale nicht. Ja, ich vermute stark da unten. Wow. Beinahe wäre ich runtergefallen. Dich kriege ich leider nicht, aber dich. Geh weg. Spuck der Feuer. I'm on fire.
Moment. Geh auf. Warum ist das zu? Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Es wäre wirklich sehr praktisch, wenn ich hier ein Leuchtfeuer finden täte. Aber wo ist es? Zwei Hunde und eine Seele. Ich habe euch nicht vergessen, meine Kleinen. Eieieiei, vier Flakonis übrig. Na komm. Oh nein. Du hast zu viel Chili gegessen, Hund. Hunde, die zu viel Chili gefordert haben, na toll. So. Feuerhüterseele. Ui, ich kann meine Flakonis wieder verstärken. Da unten ist ein Hund drin, wie putzig. Oh Mann. Schon wieder hier hoch. Ich hatte jetzt keinen Ausgang für mich so an sich feststellen können. Also muss ich oben rum weiter. Oh, 23.000 Seelen, die ich ja gerne mal irgendwie in 1-2 Pünktchen verteilen würde. Nein. Dummheit lässt grüßen. Ne, einfach die andere Richtung. Hat sich das. Ich muss jetzt sparsam mit meiner Energie, die ich durch die Flakonis bekomme, auf sparsam umgehen. Wenn wieder diese scheiß Vergiftungen kommen. Einmal Toxin. Ich komme hier nicht lebendig weg. Brauche ich mehr als 4 Flakonis. Ich hatte zwar noch ein Gegenmittel, aber... Tja. So mega ist das jetzt auch nicht. Komme ich hier irgendwo runter? Ist hier irgendwo eine Leiter? Oh, hier. Oh, fällt er durch den Boden. Oh, Kamera. Das probiere ich mir zu ersparen, dieses Schicksal, dass ich herunterfalle. Leuchtfeuer, wo bist du? Hier war ich schon, die Truhe ist offen.